gut. Also, einige haben Kinder. Und ja, demografischer Wandel ist ja so ein, man hört es ja immer wieder, ne? Die Merkel sagt ja auch mal, demografischer Wandel, werden immer älter, ne? Und ich habe es ja eben erzählt, die Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Wir ziehen keine jungen Männer mehr ein, haben aber auch keinen Zivildienst für die Alten. So, keiner kümmert sich mehr um die Alten. Und da habe ich jetzt überlegt, Mensch, Ausbilder, wir ziehen die Alten ein. So eine Rentnerarmee, ha? Die Jungen klatschen, herrlich, ja? Was, jetzt stell dir mal vor, 500 Busse vollgepackt mit 100 Jahren alten Rentnern. Allein schon 30.000 Gehhilfen, eine unüberwindbare Panzersperre. Und wenn ich 100 Jahre alt bin, mich kannst du schicken, ne? Dann rufen die, Ausbilder, lauf immer geradeaus, ne? Und ich... Da ruft schon der Feind, hey Alter, bleib stehen oder wir schießen, ne? Und ich... Ich höre ja nichts mehr, ne? Guck mal, mit 100 Jahren, da haben die dich von der Krankenkasse schon ausgestattet als Kampfmaschine für den Nahkampf. Mit 100 Jahren, da haben die dich vollgestopft mit Chemie, was du alles in dir hast. Insulin, Viagra, Klosterfrau, Melissengeist. Wenn die auf mich schießen, da brenne ich 3 Tage. Da ist ja irgendwann, Chef, wir haben feindlichen Rentner, sollen wir ihn erschießen? Bloß nicht, wenn der ausläuft, ist unser Grundwasser verseucht. Nimm ihn gefangen und verhör ihn. Und dann werde ich, 100 Jahre alter Mann, von so einem jungen Drecksack verhört, dem ich irgendwann mal in Düsseldorf ein Buch geschenkt habe. So, Alter, wo kommt ihr her? Was habt ihr vor? Wie viele seid ihr? Wir sind 10. Ne, gestern waren wir noch 10. Wie war die Frage? Alter, wenn du nicht gestehst, dann wirst du gefoltert mit Elektroschocks. Junger Mann, das will ich sein lassen, ich hab Wasser in den Beinen. Dann bist du eingesperrt in den dunklen Keller, ganz alleine. Ach, das macht mir nichts aus, bin ich gewohnt vom Altenheim. Ja. Die kriegen nichts aus mir raus. Da hast du keine GSG 9, da hast du eine GSG 99. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja wenig Kinder, hab ja eben gefragt. Wenige haben Kinder. Und auch nicht hier, ne? Wir sprechen uns noch nach der Show. Und muss sagen, ich selber habe ja auch nur einen Sohn. Mein Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Ruckzuck heißt er, ja. Keine Ahnung, wo der herkam, der saß irgendwann am Frühstückstisch. So, jetzt brauchen wir in Deutschland aber im Schnitt über 2 Kinder, haben aber nur 1,3. So. Und ich bin ja Ausbilder, habe ja nur meinen Sohn, also muss ich noch mal ran. Eine Frau, die wünscht sich jetzt eine Tochter. Die heißt dann, Machin. So, jetzt sind wir heute Abend hier im kleinen Kreis. Pass mal auf, Düsseldorf, unter uns. Es ist so, ich bin jetzt auch in einem Alter, da klappt halt nicht mehr alles so. Ja, das liegt in der Natur. Und meine Frau sagt letztens zu mir, Ausbilder, also Ausbilder ist mein Vorname. Ausbilder, an mir kannst nicht liegen. Geh mal zum Urologen und lass dich untersuchen. So. Pass auf, wir Männer, Stefan, in das Alter kommst du noch rein, wir Männer müssen ab einem gewissen Alter zum Urologen. Einige kennen das hier. Das ist eine Routineuntersuchung, das ist nicht schlimm, bezahlt die Krankenkasse. Das ist so, ja, da werden so Witze gemacht, da gehst du halt hin, Höschen runter, beugst dich nach vorne. Und da kommt der Urologe und sagt, na Herr Schmidt, wie begrüßen Sie denn morgens Ihre Rekruten? Morgen, ihr Luschen! Sagt der Urologe zu mir, ja, wir nennen das Hafenrundfahrt. Ne? Sah ja viel zu an wie ein U-Boot im Nichtschwimmerbecken. Ne? Da wollte er noch eine Ejakulatsprobe von mir. Er sagt, Doktor, jetzt sind wir doch gerade so schön intim, bedienen Sie sich. Schickt er mich mit so einem Plastikbecher in so eine Kammer rein. Konnte mich nicht konzentrieren. Kam der Arzt mit Heft rein. Playboy, nix. Hustler, nix. Panzer aktuell, Becher voll. Aber richtig voll, ne?
Und da guckt der Arzt sich das unter dem Mikroskop an, da sagt der Herr Schmidt, muss Ihnen leider mitteilen, Ihre Spermien sind zu langsam. So, was? Ich hab Luschenspermien? Ein Verweigerungssekret? Herr Doktor, amputieren Sie mir beide Eier, bis ich morgen mein Frühstück vorknöpfen kann! Sagt er, ruhig, Herr Schmidt, ruhig. Es gibt eine neue Methode aus Amerika. Ihr könnt mich unter Hypnose in Mikrobengröße als Blutkörperchen in meine eigene Blutbahn teleportieren. Könnt ihr mal nachsehen, was da unten so los ist? Ich soll aber nicht die Weißen gegen die roten Blutkörperchen aufhetzen. Schade. Gut, ich willig da ein, lag auf dieser Liege, der macht mit dem Hokuspokus, mit dem Pendel Hokuspokus, alles dreht sich, tausend Farben. War ich in meiner Blutbahn. Da war was los. Das Blut floss nicht, es marschierte. Alle Blutkörperchen hatten Sonnenbrillen auf. Mir so ein weißes Blutkörperchen gekrallt. Wo bin ich denn hier im Körper? Da sagt er, ja, hier bist du im Kopf. Mich so umgedreht. Och, hier ist noch ein Platz. Passt ja noch ein Panzer rein, ne? Stand ich da in meinem Kopf, kommt mir so ein Typ entgegen in bunten Tüchern. So, was ist das denn? Ja, das ist ein Glückshormon. Die haben hier Seltenheitswert. Sag, Glückshormon, wenn ich wiederkomme aus dir, mach ich eine Depression. Ich also weiter Richtung Hoden, an meinem Herzen vorbei, habe ich meinen Herzrhythmus gehört. Durch den Harnleiter mit zwei Stabgranaten die Nierensteine weggesprengt. Komme ich an der Leber an, war die Hölle los. Alle am Arbeiten, am Schuften, wir können nicht mehr Überstunden. Sag ich so, Überstunden, mach doch Kurzarbeit. Sagt sie, nein, Kurzarbeit ist hier nur in den Hoden. Hat es mir gelangt, bin ich rein in meine Hoden und ein Bild des Grauens. Kriegsmüde, gelangweilte, luschige Spermien gammelten so vor sich hin. Ich sofort losgebrüllt, wer ist der Chef hier? Kommt so ein langhaariges Sperma namens Udo auf mich zu? Keine Panik, keine Ausbildung. Hey, lass uns so ein Eierlikör trinken. Hey, Leute, was ist Ausbilder? Ausbilder, wir sind hier unten, 1 Million Spermien und so, ne? Und nur einer soll gewinnen. Du, wir kommen mit dem Druck nicht so klar. Ich sag, Scheiße, ihr habt zu laufen, wenn ich schieße. Morgen Punkt 12 Uhr ist Eisprung, da wird zurückgeschossen. Da rennt ihr aus dem Hodenbunker raus, robbt durch das Rohr rein in die Gebärmutter, die ist Holland und wird besetzt. Dann teilt euch in 2 Gruppen auf, links und rechts die Eileiter hoch und der erste beste befruchtet das Ei und bekommt einen Orden. Noch Fragen? Und dann sah ich in 1 Million funkelnder Spermienaugen. Also, die haben jeder nur eins, ne? Die waren fit, die waren motiviert, die haben Zirkeltraining gemacht. Mit bestem Gewissen konnte ich meinen Körper wieder verlassen. Jetzt komme ich immer zu früh. Irgendwie haben die Jungs also den Blitzkrieg nicht verstanden. Dankeschön.